Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Let's Play RimWorld Biotech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Zoological Trader kommt, das ist gar nicht so blöd. Den können wir ganz gut gebrauchen, die beleidigen sich zwar gerade alle so ein bisschen, aber das macht ja nichts. Eventuell können wir da nämlich gleich unsere Aerofleets wieder verkaufen. Mal gucken, warum ist eigentlich Standard am Schlafen und Jasmine noch unterwegs? Ich verstehe das nicht. 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens, Jasmine ist absolut am Stissel noch. Ganz, ganz komisch. So, Standard, geh da mal hin. Und sag denen, dass Aerofleets ganz klasse Tierchen sind und überhaupt nicht nervig und so. Weg. Ich habe jetzt nicht mal einen großen Aerofleet verkauft, oder? Nö. Den großen wollen die scheinbar nicht. Wollt ihr den großen Aerofleet nicht? Doch. Würden sie schon wollen, aber kriegen sie nicht den riesigen. Nö, nö. Das ist meiner. Der gehört mir. Mir allein. Und die haben tatsächlich auch ein bisschen Geld dabei. Das ist ja wunderbar. Dann können wir ja mal ein bisschen das ganze Leder und so Zeugs verkaufen. Ne? Das haben wir ja. Ja. Ein bisschen zumindest. Nicht alles. Lange nicht alles. Aber vielleicht minus 1000? Ja, das klappt. Vielleicht auch 1500, ha? Wie schaut's aus? Ja, 1500, das passt doch. Ansonsten haben die nichts, was wir nutzen könnten für uns. Also weg damit. So, Geld nehmen wir natürlich gerne an. Tragen die uns auch netterweise ins Lager. Da freuen wir uns drüber. Jasmine, kaputte Kleidung. Was ist da los? Gott. Müssen wir wieder flicken. Standard macht das. Warum der noch wach ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der hat eigentlich Nachtschicht, ne? Naja. Gut, flick mal. Mach mal den Hansi Flick. So, 66%. Bitte wieder bekleiden. Ah ne, warte, stopp. Nicht der, das ist doch kein Speerhelm, oder? Doch, es ist ein Speerhelm, okay. Gut. Dann passt das, ja. Das ist ein bisschen ungünstig gerade, ne? Das sollte... Da sollten wir aufpassen, dass die Mechs das erstmal abholen alles. Ah, die sind gerade anderweitig unterwegs hier. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wenn die da vor sich hin gammeln. Also ich weiß nicht, ob Bill was futtert, aber... Ist auch im Endeffekt ganz egal, ne? Er verhungert nicht. Das ist das, was zählt. Ein Haufen Insektenfleisch mal wieder. Lecker, lecker. Haben wir hier eigentlich... Ne, wir haben hier keine Überleben... Ja, weil wir die noch nicht erforscht haben, die blöden Überlebensrationen. Aber wir müssen... Wir müssen echt in Sachen Forschung Gas geben jetzt dann. So, was ist hier? Biargabo. Erntearbeiter. Nein. Kann ich nicht liefern. So, Jasmine, gib Gas, komm, damit das mal weg ist. Gleich ist durch hier. Ja, endlich. So, du hast die Analyse des Bauwerks abgeschlossen. Du kannst nicht sagen, dass du es vollständig verstehst, aber du hast Muster im Verhalten und der Art, wie es Informationen auszudrücken scheint, erkannt. Mit diesem Wissen wirst du in der Lage sein, das nächste Teil der Achonexis-Karte zu entschlüsseln. Super. Super, super, super. Dann können wir das jetzt hier ab...
Und dann geht's jetzt weiter mit Forschung endlich, ne? Ach, toll. Endlich. Ja, das war... Damit hatte ich persönlich gerechnet, dass genau das passieren wird. Wenn die da rumgammeln die ganze Zeit. Aber es heißt, kein Lagerplatz verfügbar. Ah, die müssten dann direkt quasi zum Krematorium gebracht werden. Okay, dann machen wir hier verrottendes, frisches raus und verrottendes rein. Alles verbieten. Ah ne, alles erlauben, aber nur verrottendes. Damit die abgeholt werden, ne? Wo rennt denn der jetzt hin? Ach, er holt Steine. Hm. Okay, er ist nicht mehr verletzt offensichtlich. Ja, gut. Ah, endlich haben wir die Wachstumskapseln. Sehr schön. Endlich, dann ist das Gejammer jetzt vorbei, weil wir keine Wachstumskapseln haben. Obwohl wir sie nicht mal nutzen, ne? Das ist ja das Nächste. Wir nutzen die nicht, aber gut. Bring ihn doch einfach weg. Dann ist nämlich diese Lungenfäule nicht mehr so wild. So, jetzt werden sie eh abgeholt. Jawollo. Wir wollen ja jetzt auch keinen Lungenkrebs haben, ne? Das ist nämlich, glaube ich, die Folge des ganzen Spaßes hier. Ich meine, ist kein Problem. Wir können jederzeit Lungen irgendwie aus Leuten raus operieren, aber müssen wir ja nicht herausfordern. Das Ganze. So, weg mit dem Dreck. Mistviecher. Vielleicht ist das auch hier nicht eingestellt, dass der Verschlinger... Ja. Tatsache, keine Tierleichen. Jetzt aber. Und jetzt werden die auch verbrannt. Da lag das Problemchen. Das Problemchen. Irgendwie diese Teufelsschafe bringen nicht so viel, ne? Als, dass ich sagen würde, die lohnen sich. Was wir allerdings machen könnten, so als kleine Idee, wir könnten uns eine Teufelsschaf-Ranch machen, sodass wir dann ständig das Zeug geliefert bekommen von der Ranch, ne? So als kleine Idee. Ich glaube, das wäre gar nicht so blöd. Dazu brauchen wir allerdings erstmal Leute, ne, die da arbeiten können dann. So, müssen wir mal kurz gucken. Hier, Rohstoffe weg. Ich möchte ja eigentlich nur Leichen haben. Und sonst nix. Die Brocken sollen immer noch hier landen erstmal. Also ich bin tatsächlich am Warten, dass wir endlich mal richtig Kleidung herstellen können, aber die bringen halt nichts, diese Teufelsschafe. Die bringen halt viel zu wenig Teufelsgarn. Oh, wow. Legendär. Diese Skulptur handelt von Bobby, wie er breit grinsend Akuma willkommen heißt. 1000 Chemiker sind am Gespräch beteiligt. Ganze 1000. Da war Action hier in der Basis. Die Szene spielt sich in einer Stadt ab, die in der Nähe einer Steilküste gebaut wurde. Diese Abbildung erzählt vom Ereignis am 8. September, als Akuma sich mit Bobby auf einer Party entspannte. Die Nachricht über dieses wertvolle Artefakt wird um die Welt gehen. Ja, es sieht auch schon sehr geil aus. Ich möchte da auf jeden Fall ein Bild haben von. Und dann montieren wir das natürlich in der Kirche, ne? Also, das ist ja logisch. Also jetzt mal ganz im Ernst, das ist ein heiliges Artefakt.
Wir tauschen da aus. Das Taffy in Gelb. Oh. Ist aber lustig, sieht gut aus. Mach mal hier rein. Mach mal hier rein. Nee, warte, mach mal hier rein. Zack, so. Ich glaube, das reicht jetzt aber auch erstmal wieder mit Kunst, oder? Naja, eins machen wir noch. Komm, wenn er schon mal dabei ist, der Bub. Aber dann reicht's. Dann reicht's. Nach dem hier reicht's. Ah, schaut euch das an, wie schnell das jetzt geht, ne? Wenn Jasmin wieder richtig am Forschen ist. Oh, schon wieder Erntehelfer. Nein. Ich habe für solchen Käse habe ich keine Zeit. Drogen, ah. Drogen, aha. Oh, Drogen, oh. Meine Lieben. So. Dickes, fettes 20x10er-Feld. Wir können doch nichts. Doch, wir können. Auf geht's. Macht mal was. Tut was für euer Geld. Es ist dunkel. Standard hat ein Problem. Er hat ein riesiges Problem, wenn er mich fragt. Schauen wir mal, ob wir ihn beruhigen können. Er war, glaube ich, kurz im Lager und da war kein Licht drin. Es ist... Ja, erzähl ihm mal was über Ferien. Vielleicht hilft's. Ja. Hilft, okay. Meine Güte, dann bauen wir halt hier ein Licht rein. Vielleicht geht ja manchem auch ein Lichtchen auf dadurch. Wer weiß. Akuma hat eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das ist schön. Das freut mich. So. Machen wir hier mal die Schlafräume noch ein bisschen besser. Dann geht denen da auch nochmal ein Lichtchen auf. Ach, schön. Schön, schön, schön. Und dann gibt es hier noch, komm, Nachttischchen für alle. Ich fühle mich gerade wie Oprah Winfrey. Ich sag's euch. Du bekommst ein Nachtschränkchen. Du bekommst ein Nachtschränkchen. Und du bekommst ein Nachtschränkchen. Yay. Mir fällt auch gerade auf, wir müssen noch die Zimmerchen hier ausgraben, ne? Und eine Kommode, komm. Ich hab heut meinen Gönnertag. Also wenn es dann noch Stress gibt, ne, dann weiß ich ja auch nicht. So. ich sehe gerade, wir müssen... Das sind ja 7x7, oder? Ja, 7x7. Ah, das müssen wir um 1 nach oben verschieben. Weil hier muss ja der Eingang hin. Und dann passt's. So, da darf dann Wolfi wieder ein bisschen Spaß haben. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ansonsten können wir es ja auch wieder fixen, ne? Ist ja kein Thema. So, Pläne können wir hier entfernen. Zack. Plopp. Akuma hat Spaß. Definitiv. So. Ach. Ruhe. Selige Ruhe. Oh oh. Die Mörsermenschen. 4 Stück Mörsermenschen. Gegen schlagkräftigen Trupp und Skarslag. Naja, so schlagkräftig ist der Trupp jetzt nicht. Könnte stärker sein, ne? Haben wir irgendwas Magisches? Nö, haben wir nicht. Haha! Lass dich mal näher kommen hier. Hier sind keine Waffen drin oder so, oder? Ein Pokertisch habt ihr, sehr schön.
Und Schlafsäcke ist aber sehr armselig, du. Was ist eigentlich mit dem los? Ach, das ist der Gefangene. Hat der eine Waffe? Nee. Ah, warte mal. Hier hat Deadlift. Hat das jetzt ab... Nee. Wer hat ein Messer noch zusätzlich dabei gehabt? Ach so, das ist das Messer. Okay. Ja, komm, wir gehen da ran. Schießt sie kaputt. Deckung gehen. Hilft ja nichts. Wir müssen da... So, der... Und ihr geht auch... Ah ne, die können nicht, oder? Können nicht kämpfen, mögen nicht kämpfen, wollen nicht kämpfen. Okay, der hier kämpft nicht, die hier kämpft auch nicht, die Willow. So, wir gehen jetzt raus hier, komm! Ich glaube, wir verlieren diesen Außenposten. Ich weiß nicht, welcher das ist, aber wir werden den verlieren. Oh, okay, sie entführen Leute, aber... Ja, das ist das Blöde, ne? Wenn man verdammter Pazifist ist, Willow. Wir werden das Ding hier... Rose und Deadlift wurden entführt. Der hier wurde entführt. Nur Kelsey ist noch da. Kelsey spielt. Was war das denn für ein Außenposten eigentlich? Mal so ganz doof gefragt. Welcher wurde jetzt da angegriffen? Das ist nämlich echt nicht gut. Wahrscheinlich der Bergbau-Außenposten oder so. Quaderhausen. Warte mal, Quaderhausen ist der... Sind nur noch zwei Leute jetzt drin. Ach, das ist der Plünderposten. Okay, der ist nicht so schlimm. Aber diese Mörsermenschen, ich würde mich gern rächen. Zeige ich euch, wie es ist. Oh, Sid, der Vater von Akuma. Ist am Stissel. Ich würde mich gerne an diesen Mörsermenschen mal rächen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich würde gerne ganze Städte von denen auslöschen. Das wäre so mein Wunsch. Och, guck mal. Eine Giraffe. Ein Gieraffe. So, Psychit. Gut. Ja, bei Akuma können wir jetzt gerade nichts machen. Der hat halt Lebensmittelvergiftung, ne? Und der kann nicht gescheit reden, dann schicken wir Morbius hin. Morbius macht das. So, mal gucken, was... Ich möchte eigentlich nur verkaufen. Ach, ich habe ja noch einen Küken. Oh nein! Wir haben die Eltern geschlachtet. Naja. So ist das Leben, ne? Kannst du nichts machen. Wir könnten Fleisch verkaufen. Wir haben sehr viel Bumalopenfleisch. Minus 3000... Ne. Ich meinte, minus 1000... ich meinte minus 990. Ah, Entschuldigung. Ganz vergessen. Mensch, 970. Verdammt nochmal. Immer diese armen Säue. Titanoboa. Die ist bestimmt lustig. Warte mal, ein Rauhaar war... Nein, ich möchte das nicht. Aber die Titanoboa wäre lustig, glaube ich. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ach so, wir können das immer noch nicht. Ach Gott, verdammt, ey. Warum haben die so wenig Geld? Yay! So, jetzt sind sie pleite.
Aber dafür haben sie ganz viel Fleisch. Ist doch auch schön. Mann! Gut, ich überlege gerade, wo bauen wir das Labor hin? Das können wir doch hier so in den Stein reindrücken, oder? Können wir das hier so machen? Und so? Und hier bauen wir dann einfach schwupp, 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 schwupp. Wir werden noch unsere Rache bekommen, ich sag's euch. Und da können wir jetzt diese Stahltür nutzen. Halleluja. So, das haben wir auch. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber wir haben's. Hier muss noch Strom hin. Schwüps. Ach so, da hätte ich eigentlich gleich eine Wand hinsetzen können, ne? Das war ein klein wenig blöd von mir. Aber so bin ich, ne? So bin ich nun mal. Wir machen das hier so, so, so. Machen wir noch ein bisschen größer, das Räumchen. Da kommt ja auch noch Stoff und so rein, ne? Können auch gleich schon mal hier Strom bzw. Licht reinhauen. Stahlreste, yay! Das ist eine gute Map, die gefällt mir. Oh, wow. Das geht gut nach hinten. Oh, nee. Nicht schon wieder. Okay. Standard. Kannst du gleich hier abreißen, das Ding. Setz dich in Bewegung. Wir sollten öfter das Wort des Fortschritts einsetzen, ne? Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Gefangenenlager, Heiler Mexerum. Nö. Ancient Danger dürfen wir auch nicht vergessen. So. Oh, das wird knapp. Okay. Plopp. Aber weißt du, wenn du schon mal da bist, mach doch das noch schnell. Und das hier. Und dann nimmst du das mit. Das gute Zeug. Genau, wunderbar. Hey, hat's gecheckt. Gratis Bauteile. Muss man nutzen. Die Anbetung des Archons ist auch bald möglich. Das ist schön. Hier, das können wir eigentlich abreißen, ne? Ach komm, weißt du was? Der soll forschen gehen. Akuma soll verdammt nochmal forschen gehen. Wir brauchen den als Forscher. Ich weiß jetzt nicht, was er macht, aber er geht nicht forschen. Aber ich brauche ihn als Forscher. Was macht der denn? Ach, er holt den... Ja. Das müssen wir auch noch einstellen. Wir brauchen da einen Radius, ne? So 50 oder so. Reicht uns.
Ja, doch, das passt schon hier. Ich habe überlegt kurz, aber passt schon. So, jetzt gehst du ja wieder forschen, Akuma. Oder... Das. Ist auch okay. Oh, das Shuttle für Brutus ist da. Yay. Betritt Shuttle nicht erlaubt. So, bring den mal weg, Wolfi. Du kriegst das hin. Tschüss. Quest abgeschlossen. Wir haben ein bisschen Loot bekommen. Ja gut, das, was Akuma hier macht, ist auch gut, ne? Mal das ganze schäbige Zeug hier zerlegen. Da hat er auch noch gut zu tun wahrscheinlich. Sonst macht's ja auch keiner hier. Ja, wir haben ein paar Kolonisten verloren. Das ist bitter, Morbius, aber die kennst du doch nicht mal. Genau, red mal über freundliche Müller, das hilft immer. Oh. Oder auch nicht. Warte mal. Wenn du schon mal da bist. Oh. Er schläft, okay. Dann halt nicht. Oh, ist sehr schön. Multi-Analysator ist fertig. Dann können wir tiefgreifendere Forschungen anbahnen. Demnächst. Das ist ja wunderbar. Aber hier müssen wir dann echt aufpassen. Hier müssen wir echt ein bisschen aufpassen dann. Die sind ein bisschen größer, die Räumchen, fällt mir gerade auf, ne? Macht nichts, sind die Superräume. Das sind die Promi-Wohnungen. Das passt irgendwie hinten und vorne gerade nicht, ne? Warte mal. Hier passt's. Hier passt's. Hier, diese Wand muss noch raus. Da müsst ihr aufpassen. Psychoidblätter, yay! Umso wichtiger, dass wir jetzt dann demnächst ein Labor haben. Für weißes Gold. Ich glaube, Bill frisst nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bill nicht frisst. Also bauen wir ihm doch auch eine Tiefkühltruhe, dann freut er sich. Aus der wird er fressen. Machen wir hier hin mit einem kleinen Dächelein drüber. So. Strom wird wahrscheinlich nicht reichen. Machen wir hier hin. So. Nicht, dass uns der verhungert. Das wäre nicht so geil. Wie sieht's denn strommäßig gar nicht mal so gut aus, ne? Naja, geht. Geht. Reicht noch gerade so. Oh! Mit der Folge reicht's jetzt auch, Leute. Das war's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.